Herzlich willkommen alle zusammen zur ersten 1:9 Session 2020, die nicht ganz zufällig heute stattfindet, denn heute wäre eigentlich der Haupttag unserer diesjährigen 1:9 Konferenz gewesen, die auf den November wandern musste, auf den 11. und 12. November und auch eindigitalisiert wurde. Aber unser Thema ist aktueller denn jedes Thema der Konferenz, heißt nämlich A New Humanity, eine neue Menschheit. Und wie wir die mit neuen Ideen und neuen Technologien erreichen können. Und weil das Thema so akut ist, wollen wir mit dem Thema auch jetzt schon loslegen, auch mit Live-Events. Und wenn man die Menschheit als großes Überthema hat, dann sollte man auch groß anfangen. Deswegen lautet unser heutiges Thema, was uns Daten über die Zukunft der Menschheit verraten und wie wir diese Daten nutzen können. Und dazu haben wir einen wunderbaren Speaker gewonnen, den Wolfgang Fengler. Er ist Chefökonom südliches Afrika der Weltbank und Mitgründer vom World Data Lab. Und er wird uns gleich noch erzählen, was das bedeutet, wenn man Chefökonom bei der Weltbank ist. Zunächst noch ein paar technische Hinweise. Wir nutzen hier das Tool Big Blue Button. Das ist völlig DSGVO-konform und hat ein paar verschiedene Möglichkeiten, dass ihr auch teilnehmt an der Diskussion. Am einfachsten ist das Chatfenster. Ihr habt links eine Leiste mit öffentlicher Chat. Da könnt ihr Fragen, Anregungen, Kommentare immer reinstellen. Ansonsten habt ihr auch die Möglichkeit, wenn ihr auf euren Account klickt, euren Status zu setzen und zum Beispiel die Hand zu heben. Dann sehe ich, dass ihr was sagen wollt. Einfach auf euren Profilnamen links klicken und dann werden wir euch auch zu Wort kommen lassen. Kurze Info, wir zeichnen das auf. Das heißt, wer nicht in Stimme und Bild und namentlich in Erscheinung treten will, der kann einfach das Chatfenster nutzen. Dann ist das völlig anonym. Genau. Und dann noch seht ihr in der Mitte jetzt unser Visual mit Wolfgang. Das kann man wegklicken. Dann seht ihr uns größer. Einfach auf den blauen Balken rechts oben klicken, Präsentation verbergen. Und ich lasse euch wissen, wenn da was erscheint, was ihr sehen solltet. Da haben wir nämlich nachher noch mal eine Slide. Aber jetzt legen wir erstmal mit dir los, Wolfgang, Chefökonom südliches Afrika der Weltbank und Mitgründer des World Data Lab. Fangen wir mal mit dem ersten an. Gut, das gibt sogar einen Zusammenhang. Danke, Wolfgang, für diese Einladung zu dem wunderbaren Event. Aber man hat viel mit Zahlen zu tun. Man muss versuchen, Sinn aus Zahlen zu machen. Man hat aber auch viel mit Menschen zu tun, weil darum geht es im Endeffekt, dass man gerade jetzt in dieser schwierigen Zeit für viele und vor allen Dingen auch im südlichen Afrika da die Regierung und anderen hilft, die richtigen Maßnahmen zu ergreifen. Und die Weltbank gibt natürlich auch dann noch größere Kredite und Finanzierung, weil in dieser Phase auch die Privatwirtschaft nicht so aktiv ist. Genau, aber es viel mit Zahlen, viel mit Menschen und dann versuchen, sozusagen wie im Kleinen beizutragen, die Welt zu erklären, was ein bisschen das Thema von heute auch ist. Sehr gut. Ihr habt Tools entwickelt, mit denen man die Welt in Echtzeit verfolgen kann beim World Data Lab. Über das World Data Lab selbst sprechen wir noch. Aber wenn wir sagen, wir wollen wissen, wie es der Menschheit geht, jetzt und in Zukunft, schauen wir doch mal ganz aktuell. Was passiert auf der Welt gerade, zum Beispiel in Bezug auf die Entwicklung der Armut oder auch die Entwicklung der Bevölkerung? Da habt ihr Tools entwickelt. Vielleicht kannst du uns gleich einen Echtzeiteinblick in die Weltlage geben, ins Weltgeschehen. Sehr schön, danke Wolfgang. Und was ich jetzt vorher nicht erwähnt habe, ich komme ursprünglich aus München. Ich weiß, viele der Teilnehmer sind in München zugeschaltet. Ich habe in Auheithausen gewohnt und war da auch aktiv. Und deswegen freue mich sehr, dass ich die Gelegenheit auch habe. Und dann sozusagen von München oder Wien, wo ich jetzt bin, in die Welt zu schauen. Also dann natürlich mal hier einen kurzen Klick machen und sage ich mal, was die Welt ist. Die erste Frage, bevor ich jetzt beantworte, wäre, wie viele Menschen gibt es denn eigentlich in der Welt? Und dann antworten viele Menschen 7 Milliarden. Und das ist absolut falsch. Wir sind schon bei fast 8 Milliarden, deswegen auch keine Angst vor der 8 Milliarden, denn die haben wir bald. Aber die Frage ist dann, wie viele Menschen sind in Armut, wirklich extreme Armut, so wie es die UN und die Weltbank definieren. Die Zahl ist 705 Millionen. Die Zahl bewegt sich jetzt kaum, sie geht ein bisschen vor und zurück. Manche Länder sind, wir gehen besser, manche schlechter, aber dank Covid leider oder aufgrund von Covid, ich gehe nochmal hoch, ist zum ersten Mal, dass die Armutsuhr leicht rückwärts läuft, um 0,2 Personen pro Minute. Also relativ stabil, aber es war, wenn ihr jetzt hier schaut, vor einem Jahr gab es noch 650 Millionen Arme, vor 2 Jahren gab es knapp 700 Millionen. Das heißt, die Welt wurde besser, langsam, aber nicht schnell genug. Und jetzt sind wir auf über 700 wieder hochgeschnellt wegen Covid. Aber dieses Tool hier, und kann ich nachher gerne mehr sagen, zeigt euch, wie die Lage 2030 ist, das Weltziel. Und die Lage ist so, dass die Welt zwar leicht besser wird, wenn wir
aus der Covid-Krise raus sind. Und da hat sehr viel mit Asien auch zu tun, denn dort gibt es noch ein gutes Momentum an Armutsreduzierung. Aber wenn du jetzt siehst, jetzt im Augenblick 700 Millionen und dann 600 Millionen, das ist ein Fortschritt, aber das heißt immer noch 600 Millionen Menschen haben nicht mal das Minimum, das es braucht, um normal zu leben. Und das ist sozusagen die Herausforderung, die sozusagen jetzt neu ist. Denn die letzten 10, 20 Jahre hat die Welt unglaubliche Fortschritte gemacht in der Armutsreduzierung. Wir haben eine Verflachung. Auf der anderen Seite, dann kann ich gleich das andere Tool, das habe ich mal in einem TED-Talk gelauncht, das hat sozusagen dann sozusagen auch ein paar Wellen geschlagen. Das ist vielleicht noch interessanter für die Zuschauer, weil da geht es um euch alle persönlich. Also wenn ihr herausfinden wolltet, wie lange ihr lebt, also how long will I live, das haben wir da mal sozusagen in TED-Talk dargestellt. Ich kann das auch nochmal auf Deutsch umstellen, obwohl das für euch alles wahrscheinlich egal ist. Haben wir das jetzt mal gemacht für dich, Wolfgang, 12. April 1986. Also bitte vormerken für nächstes Jahr, wenn Wolfgang wieder Geburtstag hat und einen halbrunden Geburtstag hat. Aber das Schöne ist, du kannst dann hier schauen, wie sozusagen, wo die Lage ist in der Welt. Also erstmal natürlich 7,76 Milliarden Menschen jetzt, fast 7,8 Milliarden. Also bald werden wir 8 Milliarden haben. Und wie ich erwähnt habe, das ist jetzt auch nicht mehr so schlimm, weil die Menschheit wächst, weil es mehr Alte gibt und mehr Erwachsene, nicht mehr Kinder. Die Menschen leben länger und auch wir leben länger als unsere Eltern, zumindest im Schnitt. Und was man herausfinden kann, ich zeige zwei Sachen, ist zum einen die Position, die Wolfgang jetzt hat in der Welt. Zum einen ist es ein bisschen jetzt ernüchternd, zum ersten, weil da wirkst du schon recht alt, Wolfgang. Du bist ja, älter als 50% der Menschheit und die Uhr tickt. Also die Uhr tickt, weil jede Sekunde sind natürlich, werden Kinder oder Babys geboren, die natürlich jünger sind. Jede Sekunde sterben auch Menschen. Also 4 Menschen werden grob geboren, 2 sterben. Das siehst du hier durch den Live-Ticker auch. Hier die gute Nachricht ist, in Deutschland sieht es nicht so schlimm aus. In Deutschland ist der Wolfgang gerade über dem ersten Drittel hinweg und dann sieht den großen Berg, der dem ich dann so am Ende noch gehöre, also am Anfang der Babyboomer-Generation, die dann auch in Rente geht, wo Deutschland am meisten Menschen hat. Aber das ja, und das Letzte, da hat auch Bill Gates mal damit gespielt, ist dann wirklich das Spannendste, die Grundfrage, wie lange lebe ich denn? Und das ist so ein bisschen die Motivation von dem, was wir machen, dass du auch wirklich so ein bisschen was quantitativ fasst und greifbar machst, was sonst so abstrakt und manchmal fast mystisch ist und das ist, wie lange ich lebe. Und jetzt, du würdest bis zum 25. Februar 2072 leben, wenn du Deutscher von normaler und durchschnittlicher Gesundheit wärst. Und das ist die grünen Länder. Die roten Länder, die nicht so gut sind. Und vielleicht zum Abschluss nochmal hier eine Ermutigung, nach Österreich zu gehen, denn dann würdest du, Entschuldigung, das war jetzt Deutschland nochmal, ich dachte schon hier, Österreich ist nicht besser. Wie du gleich siehst, Österreich gibt es 3-4 Monate länger für dich. Dann hast du den 21. Juni 2072. Das hier, dann noch mehr Sachen kann man damit machen. Zurück nach München, Wolfgang. Okay, aber könnte ich dann im Februar noch schnell nach Österreich und 4 Monate länger leben oder müsste ich jetzt umziehen? Nee, das ist immer ein Durchschnittswert. Also dann kriegst du vielleicht ein paar Tage und ich hoffe, dass du am 24. Februar dann noch gut fit bist. Dann, ich meine, es ist natürlich eine Spielerei. Ja? Es geht darum, eine Orientierung zu finden, auch mal zu fragen, was könnte das denn bedeuten, dass man länger lebt und was müsste man machen? Also ist das Zuschauer auch ein bisschen mehr Fragen stellen, nicht nur Antworten geben, sondern auch, warum ist es denn in Italien überraschenderweise besser als in Deutschland oder in Island? Also vielleicht sogar, lass mal schauen, das beste Land für dich wäre, ja genau, Island, 15. Februar 2074, also ganze 2 Jahre länger. Also wir haben die World Poverty Clock gesehen, das war das eine Tool, wo ihr in Echtzeit messt, wie viele Menschen in absolute Armut leben. Vielleicht dann nochmal als Nachschlag, wie ist denn diese Armut definiert für alle? Ist nicht wissen, weil Armut ist ja ein relativer Begriff. Ja, es gibt eine relative und natürlich eine absolute Definition. Das, was Weltbank-Kollegen und was Volt Dalab Team vertritt, ist die absolute Definition, weil es schon mal ziemlich wichtig ist, zu wissen, gibt es genug Menschen, die erstmal als Kinder überleben, die genug zu essen haben, die genug über ein Dach haben. Das ist dann nicht so relevant, ob jetzt der Nachbar Millionär ist oder nicht, solange ich selbst sozusagen ein würdiges Leben führen kann. Und deswegen ist schon die absolute Definition eigentlich recht wichtig, auch weil es es dann vergleichbar machen kann, weil natürlich Armut in Deutschland was anderes ist als Armut in Kenia oder Indonesien. Deswegen, gibt es extrem viele Forschungspapiere dazu. Die Definition ist knapp 2 Euro am Tag netto, was die Leute ausgeben. Und das wurde mal definiert, natürlich in Kaufkraftparität. In Deutschland kann man sich nicht viel für 2 Euro kaufen netto, aber in Kenia dann doch schon. Das heißt, eine Familie, die 3 Kinder hat, das wären dann 10 Euro netto am Tag. Und das ist dann sozusagen das Minimum, dass man zumindest 2-3 Mal essen kann und ein Dach über dem Kopf hat und ein paar Klamotten hat.
Und das war eben, das Interessante ist aber, diese Zahl war extrem hoch, als viele von uns noch geboren wurden. Auch selbst zur Jahrtausendwende war die Zahl über, also deutlich über 1,5 Milliarden. Und jetzt ist die Zahl dramatisch runtergegangen. Also, dass man sagt, es ist extrem wenig. Der Punkt ist, extrem viele Menschen mussten damals unter diesen Umständen leben. Und jetzt sind es immer noch viele, ein Zehntel der Welt, aber eben auch die Notwendigkeit, dass man da mehr pusht. Das ist eine andere Definition, als jetzt deutsche Bundesregierung oder deutscher Armutsbericht hat zum Beispiel. Sehr gut. Wir haben schon die ersten Fragen. Wir werden die der Reihe nach nachher aufgreifen. Wir gehen jetzt aber mal auf die erste. Wir haben jetzt, wie gesagt, die World Poverty Clock gesehen, die Armutsuhr. Dann haben wir Population IO gesehen, wo wir das Bevölkerungswachstum in Echtzeit verfolgen können und uns selbst positionieren können. Wo stehe ich auf der Welt? Die erste Frage dazu ist denn, wo habt ihr die Faktoren, nach denen ihr das Bevölkerungswachstum und die Lebenserwartung berechnet, her? Ändern die sich nicht ständig? Ja, super Frage, Saskia. Also zum einen, wir haben sozusagen so eine Mega-Datenmaschine gebaut. Ich meine, du kannst es auch ein bisschen als Navigator vorstellen. Ja? Also wenn du dich jetzt ins Auto setzt und nach Wien fährst, der Google Maps oder was du nutzt, hat sozusagen das ganze System und dann berechnet es deine Geschwindigkeit, wo du fährst. Und dann errechnet das Zielort, wann du das nach 4 Stunden in Wien ankommst. Und das ist so ähnlich, was wir haben. Wir haben sozusagen das ganze Gerüst gebaut, dieses ganze Google Maps Supersystem, das haben wir gebaut. Und dann haben wir natürlich, kann man jedes Land auf sozusagen eine Spur setzen und sagen, gut, wenn das Land jetzt wächst, bestimmtes Wachstum hat und eine bestimmte Einkommensverteilung, dann kannst du ausrechnen, wie viele Menschen sozusagen fast buchstäblich über die Hürden springen. Und dazu gibt es viele Datensätze, aber du musst wirklich ein Datenteam haben, das ganz, ganz tief reingeht. Also es gibt einen Megadatensatz, den die Weltbank mit allen Regierungen der Welt erarbeitet, wo du die Einkommensverteilung misst. Damit weißt du ungefähr, okay, in Kenia sind jetzt 7 Millionen Menschen, die jetzt extrem arm sind. Dann weißt du auch, wie sich Bevölkerungswachstum entwickelt. Das ist einer der Bereiche, die eigentlich am besten erforscht ist. Und da gibt es immer noch kleine Fehlermargen, aber es sind immer besser geworden. Gibt es natürlich dann den Volkszählungen in den Ländern, gibt es auch andere Umfragen, gibt es Wahlen, gibt es viele Methoden, dass man die Bevölkerungswachstum und die Bevölkerungszahl misst und dann auch die Veränderung misst. Und da gibt die UN ist da führend mit einem Team hier in Wien. Und dann gibt es das Wirtschaftswachstum. Also wenn du weißt, okay, es gibt jetzt zum Beispiel 100.000 Kenianer, die sind auf 1,80 Dollar und die Wirtschaft wächst 5% pro Kopf, dann muss man sagen, ist es für die Person um groben 8 Cent. Das heißt, bald wird er dann über diese, wenn die 100.000 über die Hürde springen, sozusagen wie wir das Modell entwickeln. Wirtschaftswachstum hat der IWF. Globale Zahlen, jedes Land der Welt, die immer kalibrieren, alle paar Monate. Und dann gibt es noch ein Langzeitmodell, das Erziehung einbaut, auch Klimawandel, wo du dann auch vorher sagen kannst. Also so eine mega Datenkrake, aber das Trick ist, dass du es konsistent machst und auch kein Doppel, wenn sich das auf Deutsch sagen, Doppelzählung hast, Double Counting. Und das haben wir da eingebaut. Und der Punkt ist, Saskia, dass es eben, natürlich ändert sich das, aber es ist ein bisschen wie der Navigator. Also der sagt jetzt, du fährst 100 Kilometer. Und okay, wenn du fährst weiterhin 100 Kilometer, dann machst du eine Schätzung, wann du dann in Linz bist oder in Wien. Wenn aber jetzt natürlich plötzlich ein Unfall ist, dann wird es langsamer, dann passt der Navigator sich an. Das heißt, wenn wir einen Unfall haben, wie mit Covid, dann passen wir die Zahl wieder an und dann gibt es eine neue Schätzung. Das ist so ein bisschen vereinfacht erklärt, wie wir das machen. Super. Also ihr habt Daten von Weltbank, IWF, OECD auch, gell? Genau, Weltbank, IWF, OECD, auch Eurostat für was ich nachher zeigen werde, UN. Das sind so die Gruppen. Super. Wir sind schon mittendrin, aber ich gehe jetzt dennoch einen Schritt zurück. Und zwar haben wir vorab eine Umfrage gestartet, vor dem Event. Und diese Ergebnisse zeige ich dir jetzt mal. Und wir schauen mal, ob die Mehrheit richtig gelegen hat mit ihrer Einschätzung. Es ging darum, ein bisschen das eigene Wissen über die Lage der Welt darzustellen. Alle, die Präsentation weggeklickt haben, jetzt bitte wieder rechts im Eck die Präsentation euch wieder einblenden. Die erste Frage war, das globale Bevölkerungswachstum ist so groß wie nie zuvor. Da haben 60% gesagt, die mitgemacht haben, das ist richtig und 40% haben gesagt, das ist falsch. Hat die Mehrheit oder die Minderheit recht? Die Minderheit hat recht, aber ich bin froh, dass die Minderheit nicht so klein ist wie bei anderen Fragen. Nee, die Minderheit hat recht. Das Bevölkerungswachstum ist so langsam wie seit 100 Jahren nicht. Das ist natürlich ein bisschen eine Trickfrage, weil es ist relativ oder absolut. Für die älteren Generationen hier, die sogar noch älter sind als ich, das Bevölkerungswachstum war am höchsten historisch 1968, 2,04%. Wir sind jetzt auf praktisch 1%, also 80 Millionen von 7,8 Milliarden, noch eine hohe Zahl, 80 Millionen, so groß wie Deutschland, geht aber langsam runter.
Der höchste absolute Wert, der jemals erreicht wurde, war im letzten Jahr das von Westdeutschland, von der BRD, vor der Wiedervereinigung 1988, 93 Millionen. Das Bevölkerungswachstum reduziert sich sehr, sehr schnell und wird bis 2050 auf weniger als 0,5% sein. Okay, und wie erklärst du es dir nochmals an, daran anschließend, dass ausgerechnet jetzt ständig über das Bevölkerungswachstum geredet wird? Ich glaube, und da gibt es auch schon eine andere Frage dazu, auch natürlich das mit der Flüchtlingsbewegung und natürlich Afrika sozusagen damit sozusagen assoziiert wird. Und Afrika wächst sehr schnell. Was aber auch sehr, sehr wichtig ist und was in der Debatte eben vollkommen falsch gesehen wird, ist, dass man das eben als was Schlechtes ansieht. Bevölkerungswachstum ist, und da können mir auch gerne alle widersprechen, ist was sehr Gutes oder ist umgekehrt ist das Ergebnis von was Gutem. Denn in dem Mittelalter gab es extrem wenig Bevölkerungswachstum. Da war alles schrecklich und jeder ist gestorben. Da gab es keine Menschen, nicht viele Menschen. Und wenn Menschen überleben und dann 70, 80, 90 Jahre leben, so wie manche Eltern von uns, dann gibt es mehr Menschen. Das ist eine simple Mathematik, da muss man gar nicht groß politisch aktiv sein. Und was jetzt passiert weltweit ist, dass die Zahl der Kinder ist stabil. Es gibt weniger Kinder in Europa und weniger in anderen Teilen der Welt, auch weniger in Asien und es gibt ein bisschen mehr in Afrika. Das heißt, die Zahl ist 2 Milliarden, war es im 2000, 2 Milliarden ist es heute. Und ihr könnt auch raten, was die Zahl im 2050 ist. Zahl der Kinder, 2 Milliarden. Aber die Zahl der Erwachsenen ist anders. Und sie ist so deutlich höher, die steigt. Und das ist was Gutes. Wir wollen ja nicht jung sterben, wir wollen alt sterben. Und dann ist die Konsequenz, es wird mehr Menschen geben. Das Wachstum ist, verflacht sich trotzdem. Also ein bisschen wie auf der Autobahn, wenn du nach Wien reinfährst, langsam wird langsamer. Du fährst vorwärts, aber es wird langsamer. Ich sehe schon, du wirst uns dazu natschen, dass wir irgendwann mit dem Auto nach Wien fahren. zu dem Punkt hat Roberto was angemerkt. Der hat die Frage gestellt, ob es tatsächlich so etwas wie Überbevölkerung gibt. Und wenn ja, wann die erreicht wäre, aus eurer Sicht. Also ich meine, ich tue jetzt nicht hier eine Weltbankposition vertreten. Ich kann meine persönliche Meinung vertreten in Bezug auf den Zahlen und Daten, die wir haben. Und ich glaube nicht. Also ich meine, wie gesagt, wenn wir damit ein Problem hätten, dann ist auch Problem, weil wir können es nicht stoppen, wir wollen das nicht stoppen, wir wollen nicht stoppen, dass Leute älter als 60 werden, wir wollen, dass die älter als 60 werden. Wenn wir das wollen, dann wird es mehr Menschen geben. Und wenn wir auch wollen, dass Afrikaner und Asiaten das Recht haben, dann gibt es mehr Menschen und damit müssen wir jetzt leben. Ich denke, das ist eine große Chance. Mehr Menschen ist eigentlich was Gutes. Wir können zusammenkommen, können hier in Meetings stattfinden, können uns weltweit vernetzen, ziehen in Städte, leben in Städte wie die meisten von euch, können damit innovative Sachen machen. Also mehr Menschen ist eigentlich was Gutes, das ist was Schönes, finde ich. Und man muss halt das Ressourcen gut managen. Ich meine, den gedanklichen Fehler, den viele machen, ist, mehr Menschen heißt, dass das Klima zusammenbricht, dass das Wasser zum Ende geht und dass mehr arme afrikanische Babys gibt, was eben nicht ganz der Fall ist. Wir müssen den Klimawandel und die anderen Probleme anpacken mit neuen Methoden, mit neuen Technologien. Und da bist du, Wolfgang, dein Team dabei. Aber ich finde es mal immer gut, mal diese Debatte im Bevölkerungswachstum einfach mal beenden, weil das nichts bringt, weil es passiert sowieso Bevölkerungswachstum. Lass uns mal über Gedanken machen, wie können wir Städte gestalten, dass wir fahrerloses Auto haben und dann null Emissionen und dann die Kinder auch schön spielen können. Das finde ich die viel spannenderen Debatten. Gut, dann kommen wir zum nächste Frage. Die war natürlich ein bisschen tricky, weil wir schauen uns einfach das Ergebnis an. Die Armen haben durch die Corona-Krise am meisten verloren. Richtig haben 87% gesagt, falsch 13%. Ja, es ist auch falsch, wobei das sozusagen der knappste ist von den drei Fragen. Denn auch in der letzten Krise haben die Reichen am meisten verloren. Also man muss gar nicht jetzt an die Fußballer und an die sozusagen Superkünstler denken, die jetzt keine Konzerte mehr haben, die natürlich jetzt massive Einbußen haben, muss man auch kein Mitleid mit denen haben, denn die können das gut durchstehen. Also jeder Reiche, der sozusagen das durch. Aber die Zahlen sind einfach klar, dass es gibt viele Reiche, die von dem Aufschwung und von der Globalisierung massiv profitiert haben und der Stopp, der jetzt eintritt, schadet denen disproportional. Und die Zahlen 2010 waren ähnlich. Heißt aber trotzdem nicht die Konsequenz, sich um die Reichen zu kümmern. Nee, das heißt trotzdem, die Armen haben trotzdem mehr gelitten. Die haben nicht am meisten verloren. Die Armen können gar nicht so viel verlieren, weil sie ja schon so arm sind. Und trotzdem gibt es natürlich jetzt mehr Arme, wie ihr gesehen habt, 50 Millionen mehr auf der Welt. Also es gibt schon Menschen, die was verloren haben und an der Existenz sind und deswegen unterstützt werden müssen. Übrigens Zahlen von den USA, auch interessant, gerade jetzt im Economist die Woche veröffentlicht, dass die Ungleichheit in den USA durch Corona dramatisch geringer geworden ist, überraschenderweise, weil die ganzen Sozialprogramme, die jetzt, oder die Unterstützungsprogramme, die angeschoben wurden, dort dann
auch den unteren Schichten mehr geholfen hat als manchmal deren einfacher Job, den die hatten. Deswegen ja, ist typischerweise in Krisen, dass dann die, dann ja der Stuhl, sondern die, der Aufzug geht runter für alle, aber für die Reichen geht er schneller runter, auch weil die mehr verlieren können. Also die Reichen haben mehr verloren, aber die Armen haben mehr gelitten und leiden ohnehin mehr. Moment, ich muss kurz Daria muten, weil sie sich, jetzt hat sie sich, glaube ich, selbst gemutet. Nächste Frage. Bis 2030 wird die globale Mittelklasse weiter schrumpfen. Da haben richtig 71% gesagt, falsch 29%. Ja. Vielleicht wäre das eine ganz gute Gelegenheit, um die Antwort mit eurem nächsten Tool zu verknüpfen, mit Market Pro. Absolut, warte mal, ich mache das gleich mal. Warte mal, hatte ich das ja. Warte mal, wir haben dein Bild verloren. Ah, okay, jetzt sind wir da, oder? Genau, also die Mittelklasse wird weiter schrumpfen bis 2030. Da hatten richtig 71% und falsch 29% gesagt. Ja, also, so, vielleicht gibst du uns eine kurze Einführung, was du uns jetzt gerade zeigst. Ich möchte die Leute kennenlernen, die alle dreimal falsch gesagt haben, also und damit sozusagen der Gewinner des Quizzes sind. gut, also hier, das ist eine super Maschine, die auch als Firmen wie L'Oreal und McKinsey und viele andere nutzen. Und hast du die ganze Welt. Davor habt ihr die Armen ja gesehen, das sind 700 Millionen. Aber die Welt hat ja 7 Milliarden noch zusätzlich, also 7,7 Milliarden und die Maschine hat alles. Und die zeige ich euch jetzt mal kurz, aber ich zeige mal, und du kannst eben, alles heißt alle Einkommensgruppen. Also die ganz Armen und die man in Deutschland auch als arm bezeichnen würde, Menschen, die jetzt 300 Euro, sagen wir mal, oder weniger haben, netto im Monat. Und dann die untere Mittelklasse, die obere Mittelklasse und die Reichen. Die Mittelklasse ist definiert übrigens auch bei dem World Data Lab Co-Gründer Homi Karas, 10 bis 100 Euro im Groben am Tag Ausgaben. Das ist eine sehr weite Bandbreite, aber die Idee ist ab 10 Euro am Tag, also 300 Euro im Monat netto für die meisten Länder und das heißt ja dann auch 1500 Euro für eine Familie, da geben die was extra aus. Da kaufen sich den Fahrrad oder Motorrad oder gehen mal zum Essen oder ins Kino. Dann sind die Teil der Konsumentenklasse. Davor sind es Menschen, die wirklich in Subsistenz und in Armut leben, was immer noch fast die Hälfte der Menschheit ist. Und dann gibt es die ganzen Reichen, weil auch manche davon in München, zeige ich euch nachher, die brauchen sich überhaupt keine Sorgen ums Geld machen. Das ist sozusagen die Grundkonzept, das dahinter steht. Und du kannst die Mittelklasse hier angeben. Du kannst schauen, wie die Lage 2019 war. Also nochmal die Welt in vier Teile geteilt oder hier in drei. Die Armen und die fast Armen, die Mittelklasse und die Reichen. Und da seht ihr hier, also die Arme, also die Mittelklasse, also sind 3,6 Milliarden und die Reichen hier sind 200 Millionen. Die Reichen sind ziemlich stark nach unten gegangen. Und die Mittelklasse ist so stabil im Groben wie immer allen Leuten, aber hat verloren, weil eben die Leute, die in der Mittelklasse sind, ein bisschen tiefer gerutscht sind. Aber auch die Mittelklasse hat nicht so viel verloren, wie man denkt seit 2019, weil auch die Reichen in der Mittelklasse abgestiegen sind. Wenn man diese Absteiger mitrechnet, dann sind ungefähr 50 Millionen weniger in der Mittelklasse. Aber jetzt können wir sehen, 3,6 Milliarden ist übrigens eine wichtige Zahl, weil 3,6 Milliarden plus 200 Millionen sind wie viel? 3,8 Milliarden. Das ist was? Die Hälfte der Menschheit. Das haben wir vorher gesagt. Zum ersten Mal ist die Hälfte der Menschheit Mittelklasse oder reicher. Was passiert bis 2030? Wieder die gleiche Idee der Maschine, die ich vorher erklärt habe, ist, dass die Mittelklasse 3,4% pro Jahr steigt auf über 5 Milliarden und dann hat die reiche Klasse 300 Millionen, also die steigen noch viel mehr, auch weil es daran liegt, dass viele Leute eben an der Grenze sind, gerade jetzt in Asien und viele Menschen dort sind, die dann sozusagen in die Upper Class einsteigen. Aber ja, es 5 Milliarden Menschen, das ist das, wenn ihr Business machen wollt, die müsst ihr erreichen, die 5 Milliarden in 2030 und da kannst du dann eben noch mal schnell durchschauen. Ich mache ein paar Beispiele hier. Indien, 8,7% Wachstum der Mittelklasse. Fast 1 Milliarde Menschen dann. China, natürlich über 1 Milliarde. Da ist jeder drin. Kann man selbst mal afrikanische Länder nehmen. Wachsen wahrscheinlich auch sehr stark, aber sehr vom niedrigen Level. Nur 16 Millionen. Brasilien, 119 Millionen. Ich mache nochmal kurz Deutschland, 69 Millionen. Also fast alle Deutschen sind in der Mittelklasse. Und vielleicht zum Abschluss nochmal die Reichen in Deutschland, 11 Millionen. Jetzt machen wir mal reiche Millennials. Ja, 2030, genau. Das ist jetzt sind es 6 Millionen. Also fast verdoppelt übrigens. Und machen wir mal reiche Alte. Das ist der Superwachstumsmarkt. Das ist mehr als verdoppelt. Denn nicht nur, weil die Alten immer reicher werden, sondern auch, weil die Mittelalteren älter werden.
weil die Leute immer älter werden, ganz genau. Und die Alten haben, der Alten ist der beste Wachstumsmarkt. Also die haben auch nicht so viel mit Corona verloren, weil es einfach immer mehr Menschen gibt. Und das war das letzte Punkt, bevor ich euch noch Oberbayern zeige. Dieses demografische Momentum, das ist das Wichtige. Trendlines, nicht Headlines. Jedes Jahr hat die Welt 80 Millionen mehr Menschen, wie wir gesagt haben. Wie viel mehr Alte jedes Jahr? 25 Millionen. Also ein großer Teil dieses Kuchens, der die Bevölkerungswachstum ausmacht, sind Alte. Die Alten, es gibt nicht so viel Alte in Indien, in China und in anderen Ländern und langsam wird es die geben. Gut, vielleicht machen wir hier mal noch zum Abschluss, Wolfgang, hier die, machen wir die Millennial-Generation. Ich habe ein paar jüngere Kollegen hier. Millennial-Reiche, 762.000 im Jahr 2030, geben 112 Millionen Euro am Tag aus oder 44 Milliarden Dollar. Und von diesen 762.000 immerhin 112.000 in Oberbayern. Genau, das ist sozusagen ein letztes Feinheit des Tools. Ja, man muss ja die Mini-Cabrios durch München fahren. ich habe dazu gleich noch eine Nachfrage, was du gesagt hast, die vielen Alten. Dass das der große Markt wird und dass auch Länder wie Indien oder China jetzt langsam reiche Alte kriegen sozusagen. Was heißt das denn? Heißt das denn dann, das ist jetzt nur ein Einfall, den ich gerade hatte, noch gar nicht vorher, dass wir im Prinzip vielleicht eine Chance haben, weil wir jetzt schon so alt sind und Produkte entwickeln können, die dann die ganze Welt braucht? Ist unser Demografieproblem vielleicht bald ein Standortvorteil? Das ist, glaube ich, eine super Frage. Und wenn wir sozusagen uns da, ich meine, es hat zwei Aspekte, die Frage. Zum einen natürlich, dass wir sozusagen uns weiterhin vernetzen und präsent sind in der Welt. Und da war Deutschland im Prinzip sehr gut. Und ja, da gibt es, glaube ich, auch schon ein paar, auch natürlich mit technologischen Innovationen. Du hast ja da viel dazu gesagt und geschrieben. Also es gibt auch so, ich glaube, so Europa, Deutschland und andere Nachbarländer sind führend, was jetzt sozusagen Hörgeräte betrifft und 3D-gedruckte Hörgeräte. Also nur mal als kleines Beispiel. Und das ist natürlich ein Markt, der massiv ansteigt. Und wenn Deutschland da weiterhin seine internationale Positionierung beibehält und sozusagen das, was man jetzt mitmacht oder miterlebt hat, in Deutschland dann anpasst, absolut. Es gibt eine ganz andere natürlich sozusagen eine Rückseite von der Debatte, ist die ganze Rentenfrage, wo, glaube ich, das in Deutschland das nicht so richtig läuft, weil eben man immer sozusagen ein Konzept hat von Alter, das von Geburt an angibt. Also das sagt, dass du jetzt eben sozusagen dein jetziges Alter hast von 35 bald. Aber eigentlich müssten wir, wenn wir Rentensystem machen, umgekehrt rechnen. Wir müssen rechnen, wie viele Jahre haben wir noch zum Leben, also ein bisschen populationer einnutzen und sagen, okay, jeder, der 15 Jahre vor dem Tod ist, der kann ins Rentensystem eintreten. Und das wäre dann natürlich ein viel besseres System für uns alle, weil man dann sozusagen den Staat nicht so belastet wie jetzt. Aber das wäre eine ganz eigene Session, die wir da machen müssten. Ja, und da möchte ich dann den Politiker sehen, der diesen Vorschlag aufgreift, so sinnvoll er klingt. Jetzt müssen wir doch mal, ich habe das schon die ganze Zeit versprochen, jetzt sind wir schon bei der Halbzeit. Erklär uns doch noch mal kurz, was ist das World Data Lab, bevor wir auf die spannenden Fragen eingehen. Also du bist in einer Funktion bei der Weltbank und in der anderen Funktion bist du bei einem Mitgründer eines Startups, das World Data Lab, das diese drei Tools, die wir gerade gesehen haben, Population.io, World Poverty Clock und Market Pro gebaut hat. Vielleicht kannst du uns noch kurz erklären, was es mit dem World Data Lab auf sich hat. Ja, also das World Data Lab versucht, Daten spannend zu machen. Und zwar Daten, die alle betreffen und auf die sich alle beziehen können. Deswegen ist es so schön, hier in dieser Session da dabei zu sein und die sozusagen zu begleiten. Das World Data Lab hat sowohl einen sozialen Arm und Auftrag als auch einen kommerziellen. Das Soziale ist vor allen Dingen die SDGs, die Weltziele zu messen. Der Co-Gründer Romy Karas, den ich vorher erwähnt habe, ist der Mensch, der die SDGs mitentwickelt hat. Kurz erklären, was das SDGs? Sustainable Development Goals. Ich weiß gar nicht, was das deutsche Wort dazu jetzt eigentlich ist. Also die nachhaltigen Entwicklungsziele. Nachhaltige Entwicklungsziele, genau. Also das Versprechen der Weltgemeinschaft und aller Länder, inklusive Deutschland, die Welt zu einem besseren Ort zu machen bis 2030. Es gibt 17 große Ziele. Ziel Nummer 1 ist, die Armut zu beenden. Die Armut, wie wir es vorher besprochen haben, mit 1,90 $. Und deswegen ist die World Poverty Clock das Tool, das sagen kann, sind wir on track oder nicht. Nachdem wir jetzt nicht on track sind, kann man auch sehen, wie viel wir off track sind. Und die Vision von World Data Lab ist, diese Art von sehr praktischen, datengetriebenen Tools und Maschinen zu bauen, damit wir wissen, wie ist die Lage. Und durch manche Ziele sind ein bisschen schwieriger zu messen, wie es Krieg ist oder Partnerschaft. Da gibt es andere, verschiedene, mehr sozusagen komplexere Ziele. Aber die Kernziele, Armut, Hunger, Bildung, Gesundheit, Geschlechtergleichheit, Klima, das sind sozusagen die großen Wasser, das sind die großen Ziele, die
sozusagen, die da, die integriert sind und wo auch Deutschland sich sozusagen dazu verpflichtet hat, da mitzuhelfen. Es gibt den zweiten Arm, und das Schöne ist mit Daten, sozusagen Mathematik ist jetzt egal, ob du jetzt die Reichen oder die Armen sozusagen analysierst, ist eine ähnliche mathematische sozusagen Basis dahinter. Und was wir gebaut haben mit Market Pro, was vom Konzept jetzt gar nicht so anders ist wie die Poverty Clock, aber eben feiner und auf eine andere Zielgruppe gerichtet, ist so, dass man Firmen hilft, datengetriebener zu werden. Also wenn jetzt L'Oreal, Estée Lauder oder eine Bank sagt, gut, wen muss ich in Indien erreichen? Wie viele Frauen gibt es denn in 5 Jahren, die sozusagen die Mittelklasse sind und sich vielleicht Lippenstifte kaufen würde oder Shampoo? Dann kann das L'Oreal nutzen, um ihre eigene Strategie zu kalibrieren und ihre Produktentwicklung zu verbessern. Und das ist sozusagen das, was World Data Lab auf der kommerziellen Seite macht. Dann gehen wir doch mal in die Fragen rein. Und ich scrolle mal schon ein bisschen nach oben. Weil du gerade Indien angesprochen hattest, eine Frage bezog sich auf China. Jemand würde gerne noch mehr über China erfahren. Was gibt es denn in China für interessante Zahlen? Gut, China ist sozusagen zum einen natürlich die interessante Zahl, dass es zusammen mit Indien, also ich meine, das ist nicht interessant, aber nicht neu, aber dass der sozusagen nicht nur der Wachstumsmarkt, also der spannende Markt ist an sich, sondern auch nur noch die größte Dynamik hat. Es ist auch interessant mit diesem demografischen Momentum. Kinder sind ja jetzt extrem wenig in China, aber weil die Leute länger leben, hast du noch das demografische Momentum. Und da ist die große Zahl, ich meine, ich kann es mal ganz kurz zeigen, wirklich der massive Wachstum der alten Mittelklasse. Das kann man mal ganz kurz schnell durchschauen hier. Wenn man China nimmt, China 2030, also machen wir mal hier einfach Mittelklasse im Ganzen, 6,4% und 10,9% Wachstum bei den Alten. Also die Alten an sich, das kann man mal ganz kurz nochmal durchschauen hier, 246 Millionen von 173. Also in recht kurzen Zeit und China wächst ja nicht mehr an Bevölkerung, nicht mehr viel, aber China sozusagen legt nochmal eine Deutschland-Schippe drauf an nur Alten. Also müsst ihr euch vorstellen, nur deutsche Greise, die nach China gehen, das ist dann das, was in den nächsten 10 Jahren dort passiert. Und bei den reichen Alten ist wahrscheinlich das noch eine extremere Dynamik. Ja, 21% Wachstum von einer extrem niedrigen Basis, weil die Alten sind nicht so reich in China, das sind die Jüngeren eher. Also da ist sozusagen die Dynamik da. Ein anderer Punkt, aber der spannend ist dadurch, dass China sozusagen 10, 20 Jahre vor Indien ist, ist Indien viel konzentrierter in der Mittelklasse. Also Indien ist die ganze Action in der unteren Mittelklasse. Das kann ich euch hier nochmal zum Abschluss schnell zeigen. Alle Altersgruppen, nicht die Reichen, sondern alle. 1,5 Milliarden Inder 2030. Da ist übrigens auch der Tipping Point bald in 2, 3 Jahren, dass wir den Moment erleben, dass Indien größer ist als China. Und hier schaut man hin. 200 Millionen, fast 300 Millionen, 400 Millionen Inder, alles in dieser kleinen Gruppe, 11 bis 50 Dollar. Das ist 65% der Wirtschaftskraft Indiens. Das ist also sozusagen fast 1 Milliarde Menschen in einem Land, in einem Grobsegment. Und das hat übrigens L'Oreal dazu gebracht, dieses Segment auch zu erreichen, weil da ist am größten Action im Augenblick. Das heißt, die untere Mittelklasse in Indien ist ein guter Wachstumsmarkt. Genau, ist sozusagen ein dominanter Markt in 2030. Wie du in dem Bericht geschrieben hast, nach den amerikanischen Reichen ist Nummer 2 indische untere Mittelklasse, also indische 1.000-Euro-Menschen sind dann der nächste große Markt. Und in China ist es mehr verstreut. Da sind die 1.000 Euro und die 2.000 Euro Menschen so mehr verteilter. Jetzt kommen wir auf ein Thema, das auch schon mal unter dem Artikel angesprochen wurde, und zwar ist es das Thema Klimawandel. Deine These ist ja sozusagen, dass es der Welt 2030, was heißt deine These? Eure Zahlen zeigen ja auch, dass es der Welt 2030 besser wird, weil immerhin 100 Millionen, selbst wenn wir nicht umsteuern, weniger in Armut leben und weil die Mittelklasse wächst und auch die Zahl der Reichen zunimmt. Nun ist hier die Frage, was sind die Folgen, wie denn die Folgen des Klimawandels die Welt verändern werden? Das zum einen, und ob ihr denn auch ein Tool entwickeln könnt, das schon mal prognostiziert, welche Weltgebiete in den kommenden Jahrzehnten vielleicht unbewohnbar werden. Und was das wiederum, da war auch eine Frage noch dazu, für Migrationsbewegungen auslösen kann. Also es wird super komplex, aber Klimawandel, wo trifft er an? Was bedeutet das für die Bewohnbarkeit von Regionen? Was hat das möglicherweise für Migrationsbewegungen zur Folge? Lässt sich sowas jetzt schon in Tools fassen oder seid ihr da schon dran? Ja, also wir haben eine, was ich nenne, eine Water Scarcity Clock entwickelt, wo wir ein bisschen das sozusagen präsentiert haben, wo die Wasserknappheit, also zumindest die von natürlichem Wasser,
da ist. Also wir wissen, Saudi-Arabien hat Wasserknappheit und trotzdem sind die Menschen nicht sozusagen vom Verdursten. Also das muss man auch sozusagen dann kalibrieren, weil es natürlich Methoden und Technologien gibt, Dinge wieder zu lösen, selbst schwierige Dinge. Aber ich meine, das ist unbestritten, dass der Klimawandel massive Auswirkungen hat und Auswirkungen auf arme Länder mehr als auf reichere Länder und da sozusagen sehr schnell diese Länder auch sozusagen ihre Wirtschaft umbauen müssen, dass die Menschen, die jetzt in der Landwirtschaft arbeiten und Schwierigkeiten haben, dann sozusagen deren Kinder vielleicht in der Stadt als einen anderen Job arbeiten, weil Arbeit gibt es ja genug, denn es gibt ja genug Probleme, die man lösen kann. Man muss sozusagen entsprechend organisieren, dass die Menschen, die arbeiten wollen, dann auch arbeiten können. Und also deswegen, aber es gibt sehr, sehr viele Expertise in der Weltbank, auch hier mit Partnern, die werden den Klimawandel modellieren. Und wie ich gesagt habe, diese Wasseruhr kann man es dann integrieren. Vielleicht aber nochmal zum Punkt zu diesem Modell. Deswegen ist es für uns ganz, fühlen wir uns dann ganz in einer guten Lage. Denn die Daten, die wir nutzen, sind von Leuten entwickelt, die sich um diese Fragen alle schon Gedanken gemacht haben. Also der IWF. Muss ich jetzt sagen, gut, in Kenia in 2 Jahren, wie ist das Wirtschaftswachstum unter den ganzen Umständen? Das ist natürlich Klimawandel oder auch ein Faktor. Und wie ich gesagt habe, im Langzeitmodell ist Klimawandel drin, aber es gibt einen ganz anderen Langzeittrend, der sehr positiv ist, der ist Bildung. Denn es gibt immer mehr Menschen und Kinder, auch Mädchen, die jetzt fast kein Land mehr, das kein Kind in der Grundschule hat. Aber das sieht man wirtschaftlich nicht sofort. Das sieht man erst über 10, 20 Jahre. Und diesen Effekt, der ist zum Teil in den Modellen mit dabei. Migration, ich weiß, ein großes Thema, ist natürlich jetzt auch nicht ganz aufhaltbar, weil Afrika sich verdoppelt als Kontinent von 1 Milliarde auf 2 Milliarden bis 2050. Und es ist immer ein bisschen wie mit Bevölkerungswachstum an sich. Wie gehen wir mit dieser Realität um? Und benutzen wir die Chance, die daraus sich ergibt? Wenn Deutschland weiter eine große Rolle in der Welt spielen will, sollte es nicht deutlich weniger Menschen haben und vor allem nicht deutlich weniger junge Menschen haben. Die Debatte kennt ihr ja. Also, wie können wir versuchen, dass man die besten Talente bekommt und natürlich auch Menschen schützt und auch versucht, sozusagen Konflikt zu reduzieren? Das wäre jetzt eine ganz andere Debatte, weil das sozusagen an sich ein ganz sozusagen füllendes Thema ist. Und da ja, gibt es genug sozusagen Erfolge und Misserfolge. Äthiopien war bis vor kurzem Erfolg, Somalia war ein Riesenmisserfolg, Somalia stabilisiert sich jetzt. Also da gibt es sehr viele Feinheiten, die wir da diskutieren müssen, wenn wir zur Migration kommen. Und lässt sich Migration in Form von Daten prognostizieren oder vorhersagen? Ich glaube ja, weil ich habe gerade davor einen Call gehabt mit Personen in Dänemark, die versuchen da wollen zu sponsoren, wie man sozusagen verschiedene Modelle nutzen kann, wie Menschen sich so bewegen, wie auch dann natürlich dann Bildung, Armut und Konflikt sich eingebaut wird. Aber ich habe jetzt keine einfache Antwort drauf, denn da gibt es auch ein paar Anormalitäten. Ne? Es gibt sehr viel Flüchtlinge und Asylbewerber aus Ghana, das ein bisschen reicher ist als Kenia. Und von Kenia gibt es gar keine in Deutschland. Also da gibt es ein paar Asymmetrien, die auch noch ein bisschen eingebaut werden müssen. Deswegen darf ich jetzt keine direkte Antwort drauf. Mhm. Gehen wir nochmal konkret auf euer Tool zurück. Eine Frage lautet, wäre das nicht, und ich nehme mal an, es geht um Market Pro oder auch um die World Property Clock, wäre das nicht ein gutes Tool für Regierungen, um datengetriebene Maßnahmen zur Armutsbekämpfung und Entwicklungshilfe vorzunehmen? Über Demografie und Kaufkraft kann man eventuell sogar Rückschlüsse auch auf die Gesundheit ziehen. Ist das möglich und macht ihr das? Fangen wir vielleicht mit der ersten Frage an. Wäre das Tool nicht auch für Regierungen interessant oder auch Organisationen, die sich die Bekämpfung der Armut auf die Fahne geschrieben haben? Ja, absolut. Und ich meine, die UN nutzt es auch schon jetzt ganz groß. Und ich meine, es hilft auch, dass man wirklich sich überlegt, die Frage jetzt bei der Armut zu, was ist wirklich die Herausforderung bis 2030? Was müsste passieren, dass die Welt deutlich weniger Arme hat? Und die Antwort ist überraschend klar. Es müsste sozusagen was ganz groß passieren in Kongo und in Nigeria. Das sind die 2 Länder, um die es wirklich geht. Ich kenne aber keinen Geber, der sagt, ich konzentriere mich nur auf Kongo und Nigeria. Nicht, dass das unbedingt Erfolgsversprechen hat, aber allein das an sich würde schon die Sinne ein bisschen schärfen, wo wirklich Bedarf ist. Und wie auch der HB11 sagt, wenn man das dann sagen noch kalibriert oder dann überlegt, was ist da davon, wie viele Menschen sind Kinderarmut, was ist andere Art von Armut, welche Regionen, nicht jede Region ist gleich verteilt. Also dass man wirklich viel präziser wird in dieser Arbeit, ist absolut das Sinn und das Ziel von diesem Tool, vor allem, wenn man es dann verknüpft, auch mit seinen eigenen Maßnahmen. Und das Gleiche gilt ja für die Gesundheitsfrage und Market Pro an sich. Ich meine, unser Ziel wäre, dass wir in Population.io Gesundheitsdaten einbauen und sagen, gut, Wolfgang, du rauchst jetzt. Also wie viel verlierst du dann an Lebensjahre? Die Antwort wäre ungefähr 11 Jahre. Wie ist denn generell der Vergleich zwischen Diabetes und AIDS in Afrika? Also das sind ja Dinge, die man wissen sollte, dass man dann viel tiefer reingeht
um dann auch entsprechende Maßnahmen dagegen zu ergreifen zu können. Denn nicht alles ist gleich, nicht jede Krankheit ist gleich verteilt in jedem Land. Und ja, das ist so ein bisschen die Motivation von, dass wir machen, dass man viel präziser wird, aber den Leuten aus dem Tool gibt, dass sie selbst sich durchklicken können, um dann ihre eigenen Erkenntnisse zu gewinnen. Hast du denn schon Rückmeldungen, ob wie das Tool so genutzt wird, auch ob es zum Beispiel in Organisationen aus der Entwicklungszusammenarbeit genutzt wird, die sich mal ein genaueres Bild machen, in welchen Regionen sie eigentlich aktiv sind und wie dort auch vor Ort die Lage ist? Weil es ist ja oft der Eindruck, als wäre halt Afrika, gerade in Deutschland ist Afrika natürlich, wird eher wie ein Land behandelt, als wie ein Kontinent mit sehr vielen unterschiedlichen Staaten. Habt ihr da schon User-Rückmeldungen, ob es geholfen hat? Ja, also ich meine, wir wissen, dass die Leute das nutzen für deren strategische Planung, inklusive jetzt sozusagen die dänische sozusagen Entwicklungszusammenarbeit, die sehr viel Geld in Westafrika stecken und dann auch überlegen, welche, weil nicht nur Afrika, nicht Afrika ist, sondern auch innerhalb der Länder ein sehr starkes Staat-Land-Gefälle ist. Und da sozusagen wird, das wird sozusagen jetzt genutzt für die Grundpositionierung und dann jetzt in dem Fall auch für die Kalibrierung. Und ich meine, ich sehe auch gerade, weil John auch schreibt wegen Somalia und anderen Ländern, also Misserfolg, ich greife das gleich auf, Misserfolg in Somalia habe ich natürlich nur erwähnt wegen dem massiven Konflikt und dem sozusagen der Regierungsunfähigkeit für lange Zeit, aber der Veränderung ist eben jetzt eingetreten, weil jetzt eine Mini-Stabilisierung ist und auch sozusagen ein Mini-Wirtschaftsprogramm eingetreten ist. Und was ich dazu noch sagen will, wegen wie kann man die Daten nutzen, was Leute fast auch unterschätzen, ist, man kann selbst in Ländern, die sehr schwierig sind, Daten sozusagen nutzen und dann antizipieren, was passieren könnte. Was heißt das? Zum Beispiel mit Satellitendaten kannst du eine gewisse Schätzung machen, wie Armut sich verhält in Somalia, wenn du eine andere Grunddatenbasis hast. Also ja, also da ist sehr viel Aktivität und wir sind, sagen wir, in dieser Phase, dass man kurz davor ist, dass die Leute es nicht nur wahrnehmen und nutzen und dann schön präsentieren bei Events und den Leuten zeigen, sondern dann ihre Programme langsam integrieren. Wir bleiben nochmal bei Afrika. Jetzt subsumierst du es wieder als Kontinent, aber du kannst dann sicher differenzieren. Manchmal wird Afrika als Hidden Champion oder bezeichnet oder als zukünftiger Hidden Champion, der auch technologisch auf dem Weltmarkt mitmischen wird. Teilst du diese Einschätzung? Ja, jein. Also ich finde, in Afrika geht es voran und die Zahlen, die in den meisten Ländern, auch wenn man ganz simpel Lebenserwartung nimmt, ist die Lage jetzt deutlich besser. Die jetzige Generation lebt länger als die Eltern, auch wenn die deutlich kürzer leben als in Deutschland. Und auch im Durchschnitt sind Einkommen gestiegen, aber eben nicht so schnell wie in Asien und oft eben in manchen Ländern nicht. Wie du vorher erwähnt hast, ist sehr unterschiedlich. Also die Nigeria ist sozusagen jetzt der Weltmarktführer leider von den Armen, hat Indien überholt. Aber in Nigeria steigen nicht nur die Armen, sondern auch die Reichen und die Mittelklasse. Einfach jeder wird mehr. Aber sie schaffen es eben nicht, diese Armut so stark zu reduzieren, wie es jetzt Indien, Vietnam, Bangladesch, Indonesien geschafft haben. Und meine eigene Einschätzung, ich habe in beiden Kontinenten gewohnt, in Indonesien und in Kenia, ist, dass Afrika jetzt sozusagen 20 Jahre hinter Asien ist, dass man aber eben noch nicht den Markt überschätzen sollte. Nestle hat einen riesigen Fehler gemacht, die haben eine falsche Definition der Mittelklasse genommen und haben dann sehr stark investiert in Afrika. Und wenn jemand, der $5 am Tag verdient, und da gibt es viele Afrikaner, oder $5 ausgibt, der kauft kein Nestle-Produkt, sondern eben wirklich jemand erst ab $10 pro Tag. Und da haben die überinvestiert und das passiert dann schon auch, dass Firmen den afrikanischen Markt überschätzen und den asiatischen unterschätzen. Wie gesagt, es gibt viele Feinheiten, Länder sind unterschiedlich. Es gibt schon Länder, die stark wachsen mit wenig Menschen, wie jetzt Mauritius oder Botswana. Es gibt in Südafrika eine eigene Dynamik. Also ja, also deswegen braucht man eigentlich unsere Daten, um das dann genau fein auszuarbeiten. Okay, ich stelle jetzt noch eine Frage und dann konzentrieren wir uns nur noch auf die Publikumsfragen. Mit Blick auf Afrika als Markt, weil du gesagt hast, Nestlé zum Beispiel hat sich verschätzt und hat die Mittelklasse, also die Kaufkraftschwelle, ab wann Nestlé-Produkte interessant werden, bei 5 angesetzt, de facto waren es 10. Was heißt es denn zum Beispiel für deutsche Unternehmen? Deutsche Produkte sind ja in der Regel hochpreisig, auch Autos. Früher gab es sowas wie den VW Käfer. In der Preiskategorie operieren deutsche Autohersteller heute nicht mehr. Ist der Kontinent dann völlig irrelevant oder ist der Markt so groß, dass sich spezielle Produkte für diesen Markt lohnen? Also das eine ist auf jeden Fall, dass man so kleinteilige Produkte helfen. Also dass sozusagen, weil es einfach so viele Menschen sind, deswegen Telekom, alles, was sozusagen, wo Menschen, wenn es gut ist, für eine Firma jemanden zu haben, der jeden Monat 10 Euro ausgibt, diese Art von Produkte, die sind gut.
kann mal kurz, also ich schaue mal gerade die Zahlen nochmal kurz an. Aber Afrika, also wichtig ist aber, du sagst, wie definieren wir Afrika? In der Weltbank definieren es oft als Subsahara-Afrika. Dann sieht es noch sozusagen ein bisschen schwieriger aus. Ägypten ist ein großer Wachstumsmarkt, einer sogar Top 10. Also Ägypten ist dabei. Also wenn wir jetzt Mittelklasse nehmen, nur mal die Zahlen hier 2030, die Mittelklasse wächst in Afrika um 5%. Also wenn man in diesem Segment ist, dann ist ganz gut. Also aber es sind 168 Millionen, die auf 200, knapp 300 Millionen gehen. Also schon fast eine Verdoppelung, 300 Millionen Menschen 2030, die in der Mittelklasse sind. Also deswegen ist ein sozusagen ein kleines Indien, ist Afrika in dem Sinn. Aber davon sind die Hälfte in Nordafrika, also das ist auch nicht zu vergessen. Also von Subsahara-Afrika ist nur die Hälfte, also 150 Millionen Menschen. Das ist sozusagen der Markt, den wir reden würden, wenn das Produkt geht. Und es geht da nicht um VW Käfer, sondern da geht es eher um sozusagen um Fahrräder, deutsche Fahrräder, die dann verkauft werden können und vielleicht ein paar Motorräder. Mhm. Gibt es Länder, die datentechnisch irgendwie völlig ausreißen? Und welche sind das? Ja, eins haben wir geknackt, eins noch nicht. Nordkorea. Wir haben da einen Economist-Artikel dazu, wenn das Leute interessiert, wie wir Wirtschaftskrise Nordkorea 2017 nachvollziehen können. Und ja, da geht es aber, das ist natürlich mit sehr viel Bandbreite verbunden. Syrien ist der andere Ausreißer, weil aus den naheliegenden Gründen. Und das bezieht sich auch ein bisschen auf die Flüchtlingsfrage, wie kann man das messen, und das unser Team ein bisschen dran, sich Gedanken zu machen. Und alles andere ist sozusagen ist machbar. Und das Ziel ist aber auch, dass man Daten auch dann kommuniziert, wie wir es auch hier heute in der Session machen. Und dass Leute dann auch versuchen können, okay, Sachen zu finden oder zu verbessern, dass man dann sozusagen einfach diesen iterativen Prozess hat, um die Daten immer wieder zu verbessern. Mhm. Du hattest Satellitendaten erwähnt. Haben Satellitendaten die Möglichkeit, mehr relevante Informationen zu liefern als die Daten, die ihr als Krake vom IWF etc. zieht? Und wie gut sind die Satellitendaten und wofür setzt ihr? Der Trick ist die Kombination. Ne? Also der Satellitendaten, also der sozusagen das Klassiker ist, dass du die Nacht misst und siehst, also da gibt es bekannte Bilder zwischen Nordkorea und Südkorea und du siehst, welches Land arm ist und welches nicht. Aber du gibst viel feinere Dinge auch, dass du dann wirklich in kleinen Räumen siehst, wie hat sich jetzt während Corona also immer die Nachtbeleuchtung in Sambia verändert, dann kannst du damit auch eine Schätzung abliefern. Eine neue Technologie ist Taglicht auch, dass du wirklich mit Machine Learning die Qualität der Infrastruktur misst, die Dichte der Bevölkerung, die Entfernung und andere Variablen einbaust, um dann wirklich viel kalibrierte Modelle zu machen. Die Art und Weise, wie wir das sehen, ist, die Grunddaten, sozusagen die IWF und Weltbank-Krake, die gibt dir den Überblick und die gibt dir die Zahlen für ein Land. Wenn du ein Land, wir zahlen für einen Regierungsbezirk willst, dann ist es gut, in Kombination das zu machen mit Satellitendaten, weil die IWF- und Weltbankdaten geben es dir nicht auf einer kleinen geografischen Einheit. Okay, kriegt man hochauflösende Datenpunkte mit Satelliten? Ja, ich meine, man kann schon 50 mal 50 Meter ganz gut kriegen. Das ist immer eine Frage vom Preis, aber wie anderes auch in dieser Szene, und ich meine, Wolfgang, du und andere am Call kennen sich das hier noch besser aus, ist, dass sich das alles verbilligt, also ein bisschen Moore's Law, auch in der Satellitendatentechnologie. Man kriegt jetzt schon manche fast umsonst, glaube ich, wenn es um einmal ein Kilometer geht oder 400 Meter. Und ja, die kriegt man immer besser. Und dann ist aber wirklich, der Trick wird sein, wie bei anderen Sachen, ist dann die Verwertung. Also das wird irgendwann mal eine Commodity sein, die wahrscheinlich fast umsonst ist. Aber dass man dann die Daten wirklich umsetzt in was Nützliches, das ist das, was World Data Lab machen will. Mhm. Gibt es für Unternehmen tiefergehende Insights, die über die Ergebnisse, die ihr auf Market Pro darstellt, hinausgehen? Ich meine, der tiefste Insight ist, wenn du es verknüpfst. Ja? Also du kannst dir so ein Mega-Dashboard vorstellen. Also wenn jetzt BMW seine ganzen Klienten organisiert nach unserem Raster, kannst du dann sofort sagen, gut, in Indien, obere Mittelklasse, Männer, 65 Jahre, sieht es gut aus. In USA, untere Mittelklasse, Frauen 35 Jahre, in Kansas sieht schlecht aus. Also diese Art von Mega-Kombination ist wahrscheinlich das größte Insight. In Market Pro haben wir im Augenblick 3 Millionen Daten-Stories, die du machen kannst. Also rein Stories, die du sozusagen deiner Familie erzählen kannst, wenn du alles kombinierst. Wir werden bald 3 Milliarden haben, wenn wir das ganze USA-Datensets auf County-Ebene angebordet haben. Und ja, also wir finden jede Woche oder Monat was Neues. Ich habe euch ein paar Sachen gezeigt. Wie gesagt, es gab den globalen Tipping Point. Es gab den Asian Tipping Point. Halbe Hälfte der Consumer-Klasse ist asiatisch.
Du kannst kalibrieren, wie jetzt Deutschland wirklich steht im Vergleich zu allen anderen Ländern. Also ja, ich glaube, wenn jemand damit spielt, findet er selbst Sachen, aber ein paar von den High-Level-Sachen habe ich jetzt gerade vorhin schon gesagt. Okay, das heißt, ihr könnt in immer mehr Regionen auch wirklich bis auf Ebene von Bezirken runtergehen und habt da sehr detaillierte, kleinteilige Daten, auch mit Blick bis 2030 oder sogar 32. Das ist das, was wir planen. Also wir haben jetzt, wie du gesehen hast, für Oberbayern haben wir es und für alle EU-Länder auf der gleichen Level. USA und Mexiko haben wir jetzt auch. Indien arbeiten wir dran und das Ziel ist, dass wir das flächendeckend machen. So, wir kommen langsam, nähern wir uns dem Ende. Ich habe noch eine Frage, die oben, die hatte ich noch vorenthalten. Da gehen wir ein bisschen in die Sci-Fi-Richtung. Wir hatten neulich einen Artikel über die Foundation-Buch-Serie. Da geht es in Asimov, Science-Fiction-Klassiker. Die Menschheit steht vor dem Untergang, lebt schon in ganz vielen Planeten. Und dann wird die Foundation gegründet, eine Institution, die das Wissen der Welt auf der Zivilisation sichern soll, um den Wiederaufbau dann zu leiten. Aber dort gibt es eine Wissenschaft, die heißt Psychohistorie, und mit der lässt sich die Entwicklung der Zivilisation vorausberechnen. Jetzt haben wir Bevölkerungsentwicklung, Lebenserwartung, Einkommen. Glaubst du denn, dass sich auch die historische Gesellschaftsentwicklung irgendwann vorausberechnen lässt? Werden wir zur Psychohistorie kommen? Also da muss ich, vielleicht kannst du mal deine Perspektive noch schildern. Ich meine, es gibt so viel zu tun, dass wir das, was wir jetzt heute diskutiert haben, besser machen. Also, und wir haben gar nicht den Gesundheitsfall berechnet. Also, wenn wir es einfach schaffen würden, dass sozusagen jeder Mensch sozusagen in der Mittelklasse wäre und wir alles daran ansetzen und jeder mindestens bis 65 lebt und diese 25 Millionen Menschen dieses Jahr unter 65 sterben, wenn man das alles sozusagen das erstmal löst, dann das ist schon noch ziemlich viel Arbeit. Deswegen mit dem anderen kann ich nicht ganz so viel anfangen, weil ich auch nicht da so drin bin. Aber ja, also sagen wir so, hier haben wir jetzt einen klaren sozusagen Weg, glaube ich, wenn wir die Daten runterbrechen, wenn man das, wie der Kollege vorher gesagt hat, dann in Programmen umsetzt, um dann wirklich Krankheiten besser zu erkennen, Jobmöglichkeiten möglich zu machen, Armut zu reduzieren. Deswegen bin ich damit schon ausreichend beschäftigt, dass das andere mir zu fern liegt. Gut, dann haben wir noch kurz die ob ihr Anwendungsfälle für die Blockchain seht. Ja, also ich meine, da würde ich gerne auch Feedback von anderen hören, aber ich meine, unser Ziel wird, theoretisch kannst du jeden dieser 3 Millionen Datenpunkte also auch ein Blockchain-Element sehen und sagen, gut, das ist jetzt sozusagen die Positionierung von sozusagen einer gewissen Art von Wissen oder von, bezieht sich auf deine vorige Frage, dass du das dann da rein integrierst. Aber wie gesagt, für jetzt ist es ein SaaS-Tool, das wir sozusagen fast noch sozusagen klassisch wie so ein SAP-Tool integrieren wollen, dass Leute viel schneller Wissen rausziehen. Blockchain ist so ein bisschen nachgeordnet für uns. So, und dann hat einer noch entdeckt, dass manche unserer Stories auch bei Focus Online mit 1C9 Logo aber publiziert werden, wo ein bisschen ein anderes Publikum wahrscheinlich ist als auf 1C9 selbst. Und dort gab es ungläubige Kommentare, weil die Leute nicht an die Vorhersage von mathematischen Modellen glauben. Die Frage habe ich dir ja auch schon bei unserem ersten Gespräch für den Artikel gestellt. Inwiefern sollten wir uns denn wirklich darauf verlassen? Denn Corona hat ja dann auch keiner kommen sehen. Also was bringt, inwiefern gehst du damit um, dass manche Leute einfach grundsätzlich zweifeln an der Vorherberechenbarkeit von Weltentwicklung? Ja, gut, ich meine, wir Menschen sind nun mal ganz gut drin, dass man Sachen versucht zu analysieren und dann Konsequenzen draus zu ziehen. Deswegen sind wir sozusagen auch da, wo wir sind und sind eigentlich immer besser geworden darin. Also Menschen vergessen, und das ist auch das, dass sozusagen, es gibt auch viele langweilige Zeiten. Es gibt nicht nur immer die aufregende Zeit, wenn dann Corona kommt oder wenn ein Krieg ist, sondern es gibt auch die Trendlines. Und das muss man auch mit einbeziehen. Und das dominiert die Welt eigentlich mehr wie jetzt kurzfristige Krisen. Also Corona ist jetzt schon extrem, aber die Weltwirtschaftskrise hat der Mittelklasse nicht viel getan. Das war auch eher ein Deutschland- und USA-Problem und Europa-Problem, aber jetzt kein weltweites Problem. Und das vergessen die Leute immer. Wir haben natürlich Corona, vergessen aber, dass in Vietnam heute schon wieder 10.000 Menschen der Armut entkommen sind, weil das halt nicht so spannend ist als Thema. Und ich würde eher sagen, für mich ist die Lösung, lass uns das noch besser vorhersagen, lass uns natürlich Szenarien einbauen. Du kannst natürlich vorhersagen, 2025 passiert was anderes, kann man ja machen. Und dann kann man es wieder darauf vorbereiten und dann kann man mit besser vorbereitet drum umgehen. Aber ich meine, alle, die in diesem Geschäft gut sind, die sind eigentlich ganz weit gekommen. Und ich glaube, wir sind in einer neuen Lage, dass eben gerade in diesem Feld Statistik, eben Vorhersagen immer noch nicht so neu modern, würde ich mal sagen, gemacht wurden. Aber es gibt genug Leute, die jetzt sich um Börsenkurse kümmern, die sich um Gesundheitsbeziehungen kümmern. Also man kann auch sagen, ich schäme mich nichts, ich esse nur noch Schweinsbraten jeden Tag, weil
Man weiß ja nie genau, was passiert mit meiner Gesundheit. Aber im Durchschnitt kann man schon was vorhersagen, was damit passiert. Und deswegen ja, bin ich eher jemand, der sagt, lass uns die langfristigen, langweiligeren Trends mit einbauen und interessant machen, denn das hat schon Auswirkungen. Sehr gut, dann machen wir jetzt eine Abschlussfrage. Tut mir leid, wir werden nicht alles beantworten können, aber fast alles. Oh, die ist auch sehr nett. Könnt ihr ein neues Cambridge Analytica werden? Aber Cambridge Analytica war nicht groß, um das mal dazu zu sagen. Das war auch ein kleines Team. Das könnt ihr euch noch überlegen. Die Frage beantwortest du für dich im Stillen. Ich hätte gerne noch zum Schluss deinen Blick auf die Welt 2030. Wie wird es der Menschheit 2030 gehen? Gut, also wenn, dann will ich, dass wir Oxford Analytica werden und nur besser, aber schon ein glaubwürdiges Outfit. Ja, die Welt, also dann, wie gesagt, das eine kann man ziemlich klar sagen, wie viele Menschen es gibt, und das sind ungefähr 8,5 Milliarden. Wir sollten vorbereiten uns auf den 8 Milliarden Moment. Das wird auch sicher dann in den Medien kommen. Wir haben die 5 Milliarden Mittelklasse-Konsumenten und wir haben natürlich eine viel kleinere Rolle Deutschlands in der Welt. Deutschland wird weiterhin 80 Millionen sein. Deswegen merkt man vielleicht, dass sich bei uns nicht so viel ändert wie in anderen Bereichen. Aber wir haben eben noch diese sozusagen, glaube ich, immer mehr Menschen, die sich so um diesen großen Kopf zerbrechen, wie können wir wirklich jetzt schaffen, weil alle Möglichkeiten da sind, dass eben keiner mehr in Armut leben muss. Und das, glaube ich, wird die Welt immer noch stärker beschäftigen, je näher wir an 2030 kommen, dass immer noch 1,5 Milliarde Menschen, also praktisch die EU, in diesen unwürdigen Situationen lebt. Und ich glaube schon auch dann, dass wir bis dahin eine neue Wahrnehmung haben, was Altsein ist. Also jemand, der 65 ist, ist ja schon so, sehen wir dann gar nicht mehr als alt, das ist dann eher erst immer jemand als 90. Und das, glaube ich, ist ein Shift, den wir da auch dann miterleben werden. Sehr gut, also wir werden 2030 definitiv noch nicht alt sein. Wolfgang, herzlichen Dank für diesen Einblick in die Welt der Daten über die Menschheit. Das war sehr spannend. Alles Gute für das World Data Lab. Wir sehen uns im November bei der 1N9-Konferenz. Und alle anderen, die jetzt dabei waren, es wird auch eine nächste Session geben im August. Da haben wir einen Krypto-Anarchisten. Es bleibt spannend. Nur für 1N9-Mitglieder. Die Sessions sind möglich, weil einige von euch uns auch finanziell unterstützen. Macht das gerne weiter. Und Wolfgang, herzlichen Dank. Schöne Grüße nach Wien und dann viel Erfolg, weil die Position als Chefökonom südliches Afrika hast du erst seit kurzem. Viel Erfolg auch dabei. Tausend Dank. Alles Gute an euch alle. Danke. Mach's gut, Wolfgang. Ciao in die Runde. Danke euch für die vielen tollen Fragen.